und herzlich willkommen hier wieder bei CubeCube in der 1&1 Blogger WG aus Barcelona. Ich bin's wieder, der Lars. Links neben mir der Marcel von Allround PC. Rechts haben wir den Johannes von New Gadgets. Und wir haben heute einen Gast, nämlich den Fabian Nappenbach. Heute ist der letzte Tag des MWC, zumindest für uns. Für morgen geht's nach Hause. Das heißt, heute ist das auch das Finale der 1&1 Blogger WG vom MWC. Da mussten wir uns natürlich einen Stargast einladen. Du bist heute der Stargast. Und ich verspreche schon mal so viel, die heutige Folge, das wird so beim Feuerwerk am Ende der ganz, ganz große Knall. So viel erstmal jetzt zur Einleitung. Was haben wir heute gemacht? Letzter Tag für uns. Was hast du so getrieben? Ja, nachdem ich meine Tasche gepackt habe und das habt ihr, konntet ihr auch sehen, der Verweis wird noch eingeblendet, was wir alles mitschleppen müssen, Stative, Kameras, Licht etc., habe ich mich dann auf dem Weg zu Dolby begeben und dann fragt er, was macht Dolby eigentlich auf dem MWC? Die Jungs haben ja Dolby Atmos und weißt du, was das ist? Ton 3D irgendwie, oder? Ja, Ton halt nicht nur von der Seite surroundmäßig, sondern Ton auch von der Decke. Also du hast auch Lautsprecher dann an der Decke hängen. Das hat man normal im Setup bei sich zu Hause oder in Kinos, jetzt auch auf Star Wars zum Beispiel, konnte man das sehen und hören. Die Jungs haben jetzt für mobile Geräte auch so eine Art Software-Feature dann entwickelt, dass du mit normalen Headphones in-ear oder over-ear so quasi ein Dolby-Atmos-Erlebnis haben kannst, wenn du dann dein Tablet hast. Ich glaube, das neue Lenovo Tab 3. Das hat eigentlich. Genau, das hat jetzt Dolby-Atmos-Feature und coole Sache, auch durfte ich mir anhören und war klingt sehr spannend. Auf jeden Fall ordentlich. Jetzt noch die Frage, für dich war das ja der erste MWC, jetzt morgen geht's nach Hause. Ja, cool, nicht cool? Sehr cool. Also hat super viel Spaß gemacht auf jeden Fall, war eine super Erfahrung. Viele spannende Produkte und das ist ja gerade für uns alle super spannend, wenn es wirklich Neuheiten gibt. Das ist ja nicht so, als wenn man zu Cebit fährt, wo man dann, ja, nicht ne, so wieder Pfeffer. Das mal nochmal sieht, aber gebündelt vielleicht. Genau, so viele Highlights hier, G5, S7 und so weiter und so fort. Kommt alles, kommt einiges, gab einiges, war cool. Johannes, was hast du heute getrieben? Ja, ich hatte meinen Termin bei Lenovo, da habe ich mir nämlich alles angeguckt, was sie vorgestellt haben. Neues Smartphone, neue Tablets und eben auch dieses Tablet mit dem Atmos Dolby. Das aber, glaube ich, auch ein bisschen anders ist als das, was im Kino ist. Da sind ja ein bisschen mehr Lautsprecher als die zwei. Ich glaube, du hast uns auch in einem anderen Video mal mitgenommen auf die Messe. Wir hatten ja einmal das Video, wo Marcel zeigt, was ist in meinem Koffer, und wir haben einmal das Video, wo Johannes sagt, so sieht so ein Messebums aus. Es ist ja eine riesen, unfassbare Menge an Leuten, die da läuft, und du läufst da mit einem Spielzeug durch, was wir euch gleich auch das ganz gucken kurz wir uns dann gleich an. Also heute auch viele Termine und unter anderem Lenovo. Ja, die haben das Yoga 710 vorgestellt, und das war für mich so eines der Highlights. Das ist ein Convertible, komplettes Metallgehäuse, 11,6 Zoll. Super dünn, super leicht und Windows 10 Core M-Prozessor, also alles, was ich klingt eben auf jeden Fall unterwegs. Ne? Kostet? Ordentlich. Preis war ein bisschen unter 1000. Okay. Also es hat mir. Das war ja, was für mich. Ich muss sagen, ich habe gestern Abend vielleicht ein bisschen zu lange gefeiert, deswegen bin ich heute erst relativ spät in Richtung Messe aufgebrochen. Also ich musste ihn wecken heute Morgen, so richtig, richtig Tüderklamm. Boah, ist das so hart. Naja, auf jeden Fall bin ich dann etwas später in Richtung Messe aufgebrochen und da hat dann mein Mikrofon versagt. Dann habe ich gesagt, komm, jetzt habe ich mich in den Garten gelegt, in so einen Liegestuhl, die da stehen, in den Pressebereich und erst mal 2 Stunden in der Sonne geknackt. Also, aber danach. Das war heute echt. Naja, auf jeden Fall, danach habe ich mir dann aber auch das Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge angeguckt. Also auch ich habe heute was getan. Aber ich habe auch ein bisschen Farbe bekommen. Ich muss sagen, ganz rot, ja. Ich habe ein bisschen Angst vor Sonnenbrand. Aber auch das gehört dazu zum Messealltag. Man muss Schlaf nehmen, wenn man ihn irgendwo findet. Sonst ist nämlich alles ein bisschen stressiger. So, jetzt haben wir schon mal einen Einblick gegeben, was wir heute gemacht haben. Jetzt haben wir auch ein paar Sachen euch mitgebracht. Und zwar haben wir da Trinkflaschen. Die sind nicht digital. Die haben auch keinen Bildschirm oder so. Aber ein ganz, ganz fetten Dank an Google Deutschland. Die haben nämlich eine coole Aktion gemacht. Es gibt hier so ein, in der Mitte von dem ganzen MWC-Gelände gibt es so einen Gang, da hat Google ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Unter anderem haben die so ein Spielpavillon. Da zeigen die so ein bisschen Konzepte, was die dann in Zukunft bringen können. So VR oder 2D-Kram, also was man dann drehen kann auf dem Tablet. Das ist ein ganz cooler Scheiß. Und dann haben die ein Pavillon, da kann man sich Flaschen machen. Das Problem ist, diese Flaschen, die Schlange davon, die ist sehr lang. Stunde kann man anstehen, Minimum. Also Minimum eine Stunde für eine Trinkflasche. Und dann hat Google Deutschland gesagt, 1&1 Blogger WG spielen wir natürlich komplett mit. Und dann haben die uns die Flaschen ausgedruckt. Wir wussten davon nicht, wie die am Ende aussehen. Und dann haben die uns designt. Jetzt müssen wir ganz kurz einfach mal den Johannes da uns zeigen lassen. Die haben uns nämlich dann gebastelt tatsächlich. Einmal der Lars. Ja. Absolut getroffen. Getroffen, ne? Ja, vielleicht nicht ganz so fertig, wie ich mich gerade fühle, aber es läuft.
Dann haben wir, ich glaube, Marcel. Den Marcel auch. Absolut getroffen. Ja. Pink, schwarze Haare, ja, ist normal. Und die Haartolle sowieso. Deine Haare haben, glaube ich, richtig gut getroffen. Das ja. ist optimal. Also und auch Haare, der Hoodie, ich finde das halt toll. Ne? Ja, aber deine Frisur erwischt. Also fetten Dank auf jeden Fall an Google Deutschland. Den Spaß haben sie uns auf jeden Fall mal eben spontan aus Deutschland hier in Barcelona organisiert. Auch nicht. Ich, echt coole Sachen. Also ich fand das ganz cool. Diese kleinen Android-Männchen im jeweiligen Design. Oh, schön im Anzug, eine Krawatte. Ja, normal. Ist das nicht schön? Das ist wie bei einer Binde. Dann habe ich dich in Krawatte gesehen. Also wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen länger. Du in Krawatte. Aber trotzdem, Google, Applaus, geile Nummer. Gut gemacht. Hat uns echt gefallen. So, dann haben wir auch noch ein weiteres Spielzeug. Du hast uns nämlich heute einen Tag mit auf die Messe genommen, in einem Video. Und mit dem Spielzeug. Ein DJI Osmo. Eine schöne 4K-Kamera mit Stabilisator. Ich schalte sie jetzt gleich mal ein. Und dann seht ihr, dass die Kamera sich immer schön stabilisiert. Hat auch einen Selfie-Mode. Wenn ich hier dreimal drauf gehe, kann ich mich selber filmen, irgendwas erzählen und danach wieder nach vorne. Das ist schon irgendwie cool. Und das Smartphone, die dann hier als Display, um dann auch zu sehen, was hier eben gefilmt wird. Fand ich das cool. Video, was du heute gemacht hast, das ist so flüssig. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Ich bin zum Samsung-Stand gegangen und da seht ihr auch, wie viel da los ist und wo man sich da überall durchkämpfen muss. Also es wird wahrscheinlich irgendwo hier eingeblendet, dann seht ihr das. Gibt es auch mit Android? Das ist für alles, ja. Oh, Android, was iOS. Kostet die Kamera? Gibt es da einen offiziellen Etwas Preis? Etwas über 700, glaube ich. Ist nicht wenig, aber 4K und die Stabilisierung dafür, ist halt... Dafür, dass es 4K ist, andere Action-Cam-Hersteller sind ja auch teuer und so ein Gimbal kostet auch viel. Vorne kann ich noch ein Mikro anschließen. Geiles Ding, das gefällt mir richtig gut. Ja. Haben wir sonst noch irgendwelche Technik mitgebracht? Ja, pass auf, zu deinem Sonnenbrandthema hätte ich jetzt auch ein Produkt gerne mit dabei gehabt, aber die Catphone-Jungs wollten es nicht, dass ich es mitnehme. Nee, das S60 ist tatsächlich ein Highlight hier auf dem MWC. Eine Wärmebildkamera. Und das hat, genau, es hat eine Wärmebildkamera. Das habe ich noch nie gesehen in einem Handy. Catphone, wisst ihr, das sind diese ruggedized Phones, die auch wasserdicht, staubgeschützt sind und etc. Die kannst du auch hinschmeißen aus 1,80 Meter Höhe, macht denen nichts aus. Aber dann haben die Jungs sich gedacht, hey, pass auf, was können wir noch für ein Feature integrieren? Eine Wärmebildkamera, dann kannst du halt nicht nur checken, wie warm, heiß, sonst was irgendwas ist, sondern sie haben ja auch gesagt, dass du hinter Wänden irgendwie die Stromleitung und Wasserleitung irgendwie so dann heraus sehen kannst. Ich habe dazu eine Anekdote zu dem Ding. Und zwar war ich heute mit dem Jens Herford, auch Gruß an dieser Stelle, unterwegs und der hat das Ding auch in der Hand und hat davon ein Foto von sich selber gemacht. Das Problem ist, Jens Herford weint ein bisschen rum, weil er eine Nasennebenhöhlenentzündung hat. Und man sieht auf dem Foto tatsächlich, dass die Nasennebenhöhlen wärmer sind als der Rest des Gesichts. Also hier ist das relativ weiß, was halt zeigt, es ist ein warmes Bild. Es ist schon echt abgefahren. Also ich glaube, wir würden damit nichts anfangen. Es ist für uns eine Spielerei, aber ich glaube, so Bauarbeiter, ruggedized Phone, da kann man irgendwie so eine lecke Gasleitung suchst oder so ein bisschen. Ja, ich glaube, für Bauarbeiter kann das tatsächlich super eine coole Sache sein. Genau, oder wenn dann einfach die Isolierung bei den Fenstern irgendwie ist. Dann siehst du, da kommt irgendwo was Hätten durch. Hätten wir jetzt gerne zeigen können. Du hast sonst keine Technik mitgebracht? Diesmal leider nicht. Der Trend geht ja zum Drittsmartphone und jetzt kommt der Moment, wo der Magier in der Show aus einem Zylinder Größe 4 einen Hasengröße 9 zaubert. Ich bin hier auf der Messe mit dem Galaxy S6 Edge Plus und dem Huawei Mate 8 unterwegs. Die sind allerdings schon vorgestellt. Wäre ja langweilig, wenn wir die jetzt nochmal zeigen würden. Deswegen habe ich euch was mitgebracht. Und zwar, ihr wisst es nicht, das sind wir geil, ich freue mich die ganze Zeit drauf. Ich habe hier einmal das Galaxy S7 und das Galaxy S7 Edge mitgebracht und ihr wusstet davon nichts. Nee. Ich habe die ganze Zeit so getan, wir haben heute so wenig Technik, die wir von euch mitbringen konnten von der Messe. Und ich habe es tatsächlich da mitgebracht. Ich dachte mir, Olaf und Samsung dann ohne das S7 in der Blogger-WG ist natürlich schade. Deswegen habe ich die mitgebracht. Ich will auch nicht zu viel dazu jetzt noch erzählen. Ich wollte es nur noch mal zeigen. Wir hatten ja schon mal drüber gequatscht ein bisschen. 5,5 Zoll, 5,1 Zoll. Wir haben hier das Edge-Display auf den beiden Seiten und ich finde die Geräte selber auf jeden Fall ganz schick. Wir haben ja ein ausführliches Hands-On bei uns auf dem CubeTube-Kanal, könnt ihr euch mal in Ruhe angucken. Ich finde die Geräte ganz schick. Ich muss sagen, das Galaxy S7 ist so klein. Ich finde das S7 Edge, das liegt so schön in der Hand. Könnt ihr auf jeden Fall mit rumspielen. Ich dachte, ich bringe euch mit. Haben wir damit auch noch, bitte nicht, ich muss sie gleich zum Essen wieder mitbringen, deswegen, sonst kriege ich da auch noch ein bisschen Ärger, aber ich dachte mir, wir bringen hier auch noch die Flaggschiffe einmal mit in die Runde und ich habe mich so gefreut, euch damit jetzt zu überraschen hier in der Runde. Anderes Thema, es gab ja hier ganz viele Flaggschiffe und LG hat vorgestellt, Huawei hat ein Tablet vorgestellt, Samsung hat die beiden Geräte hier vorgestellt. HTC, jetzt kommt die Überleitung,
hat es unglaublich kein Flaggschiff vorgestellt, aber es habt ihr hier auch noch nie. Also das haben wir einmal gemacht, letztes Jahr, 2015. Und die Erfahrung war, da waren wir am gleichen Tag wie LG, Huawei, Samsung. Und ihr kennt es, alle Leute waren schon mit einem Fuß im Bus, als wir dran waren. Du kannst nichts erzählen. Vor allem, was sollen wir machen? Ja. Die Leute können sich nicht drei teilen. Also vor allem, wenn jeder, also die ganz großen Medien, die haben dann von mir aus hier 20 Leute, die können dann halt zu jeder PK irgendwie 4 Leute schicken. Ja. Aber erstens, es ist für die Hersteller auch nicht unbedingt angenehm, wenn 3 gleichzeitig Hersteller irgendwas präsentieren. Das geht ja alles untereinander. Das ist einfach, kann ich komplett verstehen. Und ich muss sagen, ich finde die einzelnen Shows eigentlich auch ganz angenehm, wenn es dann aus dem ganzen Messe-Krams-Zirkus rausgezogen wird. Also beim M8 haben wir das so gemacht, da war dann irgendwie irgendwann nach Barcelona, eine dedizierte Show. Und ich glaube, da sind wir ganz gut mitgefahren. Also insofern allen... wieder alle Erwartungen. Wir werden noch ein Flaggschiff launchen dieses Jahr. Irgendwann dieses Jahr, genau. Aber ihr habt ja auch was Neues gezeigt. Und zwar haben wir das hier vor dir liegen. Ja. Das HTC, wie heißt es? Desire? Desire 530. Erzähl mal 2 Takte. 2 Takte. Nein, nee, kannst auch 3. Okay, läuft. Auch ganz klein, 5 Zoll, das neue Mini. Das ist für uns natürlich die Einstiegsklasse. Ne? Kleiner geht nicht und wir gehen auch in den technischen Specs nicht runter. Nee, das ist gewollt. Das ist ein anderes Design, weil wenn du mal die Entry-Telefone anschaust, die sehen alle gleich aus. Ich meine, die Technik haben sie eh alle die gleiche drin. Was willst du erwarten? Quad-Core-Prozessor, HD-Screen, 8-Megapixel-Kamera, ja, wir auch. Das ist gut, aber du hast natürlich jetzt irgendwie keine News und keine Unterscheidung. Wir unterscheiden sie in 2 Sachen. Das ist Design. Die sind individuell gesprenkelt. Jedes sieht anderes aus. Das ist so ein Streetwear-Design, wie du es jetzt bei... Das hat mich einfach irritiert, das sieht cool aus. Aber das wie du so bei guten Turnschuhen, das hast du sowas teilweise auch. Wirklich, und jedes sieht anders aus. Also das eine ist wirklich die Optik. Individueller... Genau. Hat was. Jeder genau. kann sich sagen, es und ist es, nur... Es hat wirklich ein eigenes Gesicht. Du erkennst das Gerät ein bisschen so aus der Masse raus. Und das zweite ist Software, weil das liegt uns sehr am Herzen, dass man auch in den Entry-Phones mal aktuelle Software draufbaut. Das kommt also gleich Android mit 6.0.1 und Zen 7 und ich so weiter. Es ist furchtbar, wenn Hersteller 2016 hingehen und dann noch Geräte vorstellen mit Android 5.1 oder so. Und dann ist die erste Frage wieder, dann kommt das Update und so weiter. Und aufgepasst, vor 2 Jahren habe ich hier Desire 816 vorgestellt, das hat heute auch Marshmallow bekommen. Ein uraltes Mittelklasse-Gerät. Ja, also das M9 hat auch schon Marshmallow. Das oder M8 das hatte sogar. Das M8? Nee, haben beide schon. Das M8 hatte schon vor dem M9 Marshmallow. Und da gab es wieder, oh, und das M8 vorher. Okay. Irgendwas ist immer. Also, ne? Applaus. Samsung beispielsweise hat, ich glaube, gerade erst damit angefangen. Und ihr habt ja wirklich schon seit Wochen Android 6.0 auf den meisten Flaggschiffen. Ist als Hersteller wirklich applauswürdig. Ich finde es nämlich nervig, dieses Thema. Und ihr seid da wirklich vorbildlich. Kann man nur loben, dass ihr schnelle Updates bringt. Coole Sache. Yes. Also aktuelles, ich will das aber noch ein bisschen drum sperren, weil die Kamera, die sich ja abgefallen. Also sieht das Design, ich fange das mal in der Kamera ein, das sieht hier echt ganz schick aus, wenn ihr euch das anguckt. Ihr habt hier so eine große Kamera, dann hier die Sprenkel und so weiter. Ich finde das Ding, das hat echt was. Mhm. Gibt es so eine Preisrichtung? Das wird irgendwie Straßenpreis 200 Euro sowas haben. Ja, also ich glaube, die UVP ist 219, weil die ist immer so ein bisschen mit Luft. In der Preisklasse wird es liegen. Also ja, was so die HD-Screen, also reicht ja für 90% der Leute dicke aus. Also für so den Normalsterblichen fehlt dir eigentlich gar nichts, wenn du jetzt nicht irgendwie die extreme Kamera brauchst oder so auf High-End-Gaming bist. Also ich habe es mal ein paar Wochen einfach so als Arbeitshandy benutzt, so zum WhatsAppen, Mail machen, Kalender schauen irgendwie und ein einfaches Game und ein paar Schnappschüsse. Und es ist erstaunlich, was du mit so einer 200-Euro-Kiste inzwischen machen kannst. Ne? Alles war flüssig. Ich glaube, wir haben es gestern gehabt. Wir hatten es gestern. Mit dem Liquid Z630S war ja die genau die Mittelklasse ist einfach inzwischen auf einem Niveau, oder also die, preislich auf einem Niveau und auch von den Geräten auf einem Niveau. Ich mir sage, okay, die High-End-Geräte, von euch kommt es dann noch, die sind einfach, die sind so toll und so weiter, aber der normale, ich frage mich immer, der Nutzer auf der Straße und der ist dann so ein Smartphone für einen günstigeren Preis auf jeden Fall angenehm. Was soll damit machen willst, ne? Also ja, zum Telefonieren und ein bisschen Internet, super fein. Wenn du natürlich jetzt irgendwie anspruchsvoll willst und sagst, es muss super edel sein und die Kamera und den Screen und sonst irgendwas. Hey, dann kriegst du es aber auch nicht für 219 Euro. Aber es ist wie bei Autos. Ne? Du kannst von 10.000 bis 200.000 Euro dir ein Auto kaufen und alle haben 4 Räder. Ja, genau so ist es. Du hast aber uns noch was mitgebracht. Und zwar, wenn ich an deinen Arm gucke, hast du hier so ein kleines Bändchen. Genau, das ist mein wandelndes schlechtes Gewissen, weil wenn ich mich eine Stunde nicht bewege,
fängt das Ding an, mich anzumotzen und sage, du hast dich 60 Minuten lang nicht bewegt, ja. Tu was. Was machst du dann auf der Autobahn? Ja, schrecklich. Ja, wird rausfahren. Das über, zum Park, über die Ratter-Ratter-Piste fahren. Das ist Teil von der Under Armour Health Box. Okay, Under Armour kenne ich, die machen immer die Sportler unter. Kennst, okay, kennst du, das zeichnet dich aus, weil das heißt, du bist ein sportlicher Mensch, die kommen in Deutschland jetzt langsam erst. In Amerika sind die super hoch. Da haben die so mit Nike irgendwie Kopf an Kopf. Und das ist Wahnsinn. Also jede, ich glaube, NFL oder so, ist es, wenn du dann da die Stars siehst, sobald die irgendwas, da 90% davon haben Under Armour oder Nike drauf. Genau. Und deswegen sind die unser Partner, weil wenn wir jetzt irgendeine Smartwatch oder irgendwas bauen würden als 12. Hersteller und sonst irgendwas, Wayne. Under Armour ist die Glaubwürdigkeit im Sport. Die haben ein super Ökosystem gebaut. Die haben eine App, die heißt sich Records, wo du quasi alle deine Daten zusammenfließen hast und die sagt dir halt von wegen, wie sehr über oder unter soll du bist, was Schritte betrifft. Das Ding nimmt den Ruhepuls einmal am Tag, der ist sehr wichtig für meine so langfristige Gesundheitsbetrachtung, hat einfache Smartwatch-Funktionalitäten wie keine SMS-Anzeigen cool und so weiter. Man hat dann nur so eine kleine Uhr drin und ein paar verschiedene Symbole. Es ist, relativ unsichtbar. Ja, genau, es ist aber ein Touch-Display. Ja, das sieht sportlich auch aus. Und das Ding ist ultra leicht. Das wiegt 20 Gramm. Ich trage es auch nachts. Es trägt nicht auf. Es ist nicht schwitzig. Es ist irgendwie sehr luftig. Also kannst den ganzen Tag tragen. Aber das ist nur ein Teil von der Box. Dazu kommt noch ein Brustgurt, weil offenes Geheimnis von allen Smartwatches für Sport taucht das nicht. Ja. Das ist viel zu ungenau. Ne? Das ist so, plus minus 20 ist schon richtig. Ja. Das heißt, für richtigen Sport trägst du einen Brustgurt, der gehört dazu. Und das Highlight ist das größte HTC-Gerät aller Zeiten, das habe ich jetzt nicht mitgenommen, das ist eine Waage, aber so ein Drum. Wi-Fi-Waage, sehr cooles Design mit einem OLED-Display, erkennt 5 verschiedene Familienmitglieder. Wenn ich mich draufstehe, sagt sie, hallo Fabian, weil niemand in der Familie ist sonst so schwer wie ich. Na Schatz, war gestern ein bisschen mehr im Frühstück. Ja. Genau. Zum Glück spricht sie nicht. Und es ist ein ganzes Paket. Nee, aber ich kann meine Freundin kontrollieren. Okay, genau. Oder sie mich, das ist eigentlich viel schlimmer. Kriegst dann noch also eine Nachricht, ihr spielt jetzt auch das Fitness-Thema damit. Das, genau. Das also natürlich, aber ihr habt noch irgendwas gezeigt, uns oder irgendwas ist gut. Ihr habt die HTC Vive hier, nein, nicht gezeigt, die kennt man ja schon. Ich hatte jetzt auf der CES nochmal gezeigt. Du hattest sie mir auf der IFA 2015 gezeigt. Ja. Und ich, bis heute bin ich ein absoluter Fan dieser VR. Ja. Es ist ja keine Brille, das ist ja mehr dieses VR-Systems. Und ihr habt jetzt hier angekündigt, dass es auf den Markt kommt. Der deutsche Preis steht, glaube ich, nicht fest, aber amerikanische Preis ohne Steuern liegt bei $800 oder so. Ja, 7,99 natürlich. Aber ich finde, für das, was man da bekommt, man hat da eigene Screens drin, man hat eine extreme Peripherie und so weiter, finde ich extrem interessant. Also auch das habt ihr hier gezeigt. Kann man ja auf jeden Fall ausprobieren in Barcelona. Ich weiß nicht, habt ihr es hier nochmal ausprobiert? Nee. Invitation only. Wir leider nicht. Man muss sie ausprobiert haben, tatsächlich hat jetzt Wi-Fi für etwas, wenn man, sobald man es ausprobiert hat, möchte man das Ding haben. Also hat mich umgehauen, das System. Das war auf jeden Fall so ein bisschen, was wir von dir hier vorgeführt bekommen haben auf dem HTC, auf dem MWC. Für dich geht die Messe noch wie lang? Donnerstag. Jo. Bergfest. Ja, also ne, du bist ja schon so, ja komm, die 2 Tage kriegen wir jetzt auch. Ach, schon wurscht, im Flow. Ja, aber für uns ist jetzt letzter Abend. Ja. Wir haben jetzt, glaube ich, gleich Pressedinner und da muss ich dann die Geräte, ich muss den nochmal kurz vorhalten. Ich will es nochmal. Aber eigentlich schade, ne, dass wir schon wieder morgen so früh aufstehen müssen und wieder so früh nach Hause fliegen müssen. Ne? Ja, ihr habt auch immer Pech, oder? Ich habe um 16 Uhr meinen Flug. Wer hat denn diese Flüge gebucht? Also, ich weiß auch nicht, Martin. Wer war das? Naja, auf jeden Fall. Das war es auf jeden Fall von uns erstmal aus der 1&1 Blogger WG hier vom MWC. Ich glaube, wir hatten eine gute Zeit. Es hat Spaß gemacht. Ich glaube, ihr habt auch vieles gesehen, vielleicht auch vieles transportiert bekommen hier vom MWC. Ich glaube, wir haben richtig coole Videos teilweise gemacht. Muss man auch tatsächlich sagen, dass da ein Schnittvideokünstler coole Sachen gemacht hat. War ich tatsächlich selber von überrascht, kannte ich selber nicht. Und ich glaube, wir haben ja auch coole Gäste gehabt. Vielen Dank dir, Fabian. Auch wenn du jetzt noch 2 Tage arbeiten musst, sage ich schon mal vielen Dank, dass du dich dann hier, ich meine, im Messealltag kann man nicht immer mal eben noch so einen Termin dazwischen quetschen. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Haben nicht alle Hersteller aber hier geschafft. Wir hatten gestern einen, der hat uns abgesagt. Egal, auf jeden Fall anderes Thema. Ich sag mal insofern vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir werden dann auf jeden Fall bei den nächsten Messen euch wieder aus der 1&1 Blogger WG höchstwahrscheinlich dann alles von den Messen liefern. Insofern bedanke ich mich bei euch beiden auch. Ich glaube, wir hatten eine gute Zeit und in dem Sinne, bis die Tage dann wieder bei CubeTube. Ciao. Ciao.